Also ist die Frage, ob es hier wirklich Formwandler gibt. Ich weiß das gar nicht so genau. Das fand ich jetzt ein bisschen komisch. Naja, gut. Es war der andere, der genauso aussieht. So, meine Lieben, wir haben gerade eben noch Visage gespielt. Ich habe wirklich, wirklich Panik geschoben zum Schluss. Also so ein richtig unwohles Gefühl. Ich wollte auch gar nicht mehr wirklich aufstehen. Das war schon für mich ein kleiner Zwang. Und dann dachte ich mir, spielen wir eine kleine Runde noch im Among Us. Einfach mal, um nochmal ein bisschen zu entspannen. Diesmal alleine. Schauen wir mal, ob was noch Witziges bei rumkommt, was mich ein bisschen aufmuntert. Schön wär's. Also, wir haben jetzt eine Gruppe gefunden. Das sind einfach random irgendwelche Leute zusammengewürfelt. In diesem Spiel gibt es diesmal drei Verräter. Ich meine, bei 15 Leuten kann man das schon gut machen, sonst wäre das echt nicht machbar für die Verräter überhaupt, das Ding zu gewinnen. Ich werde einfach zusehen, der erste vielleicht wieder das Spiel. Ich werde einfach zusehen, dass ich meine Aufgaben erledige. Und das alles soweit ein bisschen auf die Reihe kriege. Ich finde das ein bisschen komisch. Schon Notfallmeeting? Für was? Ja, das ist halt immer so ein bisschen der Nachteil, wenn man wirklich mit fremden Leuten zusammenspielt. Da sind manchmal Leute, die einfach auch Notfallmeeting machen, einfach nur so aus Spaß. Also, das ist halt einfach, wo ich den Sinn nicht verstehe, warum halt wirklich dann immer wieder so ein Quatsch hier gemacht werden muss. Also, keine Ahnung. Ich versuche einfach meine Aufgaben jetzt zu erledigen. Und hoffe, dass hier nicht noch mehr solche Leute dabei sind. Bei mir ist mal das Problem, ich kann sie auch nicht immer alle so gut auseinanderhalten. So der eine, der läuft hier mit rein, aber geht nicht mehr raus und. Hä? Nein! Ich war fast fertig mit dem Download. Ja, ich habe gar nichts mitgekriegt. Ich werde hier jetzt nicht willkürlich einfach irgendwie Leute anwählen, weil da Namen genannt werden. Also es muss schon irgendwie wirklich was Handfestes gesehen worden sein, sonst. Es macht halt einfach sonst keinen Sinn. Dann fliegen halt immer wieder Leute raus, die gar nicht die Verräter sind. Und das macht es für uns dann wiederum schwerer als Besatzung, das ganze Ding überhaupt zu gewinnen. Also ich gehe in dem Fall einfach wirklich auf Überspringen, weil ich habe gar nichts gesehen. Die haben es jetzt nichts geschrieben, was irgendwie, dass sie irgendwas überhaupt gesehen hätten. Ja, das ist doch schon mal schön. Oh, okay, die sind zügig dabei auf jeden Fall. Frettchen hat gemeldet. Ja, ich war bisher immer nur oben. Ich habe überhaupt wieder gar nichts mitbekommen. Also ist die Frage, ob es hier wirklich Formwandler gibt. Ich weiß das gar nicht so genau, was es alles noch für Charaktere so gibt, die man mit reinschalten kann. Gibt es schon Formwandler? Scheint ja wohl so. Ich weiß ja auch überhaupt nicht, was ich hier ansonsten noch anklicken könnte. Also es hat ja wieder eigentlich gar keiner irgendwas gesehen, so wie ich das sehe. Das finde ich immer schade, wenn man jetzt so eine Gruppe hat und dann die Leute einfach beigehen und das Spiel verlassen. Ich kann das nicht verstehen. Ja, und jetzt wartet man natürlich hier einfach nur die Zeit wieder ab. Das ist halt so ein bisschen, manchmal ein bisschen der Nachteil. Es ist alles sehr zähflüssig, dass überhaupt irgendwie was passiert. Ja, aber wir haben auf jeden Fall geplant, dass wir mal mit einer größeren Gruppe das zusammenspielen wollen. Weil es einfach ein wirklich schönes Spiel ist für zwischendurch. Und man immer wieder einfach dann sagen kann, so, man hat keine Lust mehr, jetzt weiterzuspielen. So. Und daher finde ich das ganz okay. Und es beruhigt einen so ein bisschen, wenn man gerade ein Horrorspiel gespielt hat. Dann find ich, dann entspannt das nochmal so ein bisschen. Ich denke mal, das werde ich auch jetzt öfters so machen, dass ich mich einfach ein bisschen mehr entspanne. So. Es war hier.
Ja, tut mir leid. Also, er hat das nicht gedrückt, weiß ich nicht. Ja. Also, dass das genau an der Stelle leckt, nee. Das glaube ich nicht. Ja, gut. Machst du das denn? Sehr gut. So, und hier wollte ich eigentlich ja hin. Aufgabe erledigt. Was muss ich noch? Oh, das sind aber schon ein bisschen mehr, die ich drücken muss. Fluffsch bleibt da auf jeden Fall erstmal stehen. Das fand ich jetzt ein bisschen komisch. Ja, gut. Es war der andere, der genauso aussieht. Ja, Fluff, komm. Also, das muss doch jetzt ernsthaft auffallen. Also das hätte er jetzt echt sehen müssen. Das hätte er sehen müssen. Das muss der. Heißt, du dreckige Ratte! Im letzten Moment oder was? Was? Hä? Also für mich sah es aus, ob es Fluff war, der mich abgestochen hat. Oder habe ich das jetzt falsch gesehen? Ich habe das jetzt so gesehen, dass es Fluff war. Gut, ich meine, jetzt entscheidet das sowieso, wenn die jetzt nicht alle auf. Ja, ich hab dich auch doppelt gesehen. Ja, das kann jetzt Fluff sein, aber auch jemand anderes. Das heißt, also hier ist wirklich ein Formwandler wie anscheinend dabei. Geht sowas wirklich? Ich meine, so gut kenne ich das Spiel jetzt auch noch nicht. Ja, ich kann jetzt sowieso nichts anklicken, ne? Ich glaube, das war einer, also das muss einer von den beiden sein. Fluff kann es denn nicht gewesen sein. So. Dann haben wir noch Pampiski oder so heißt er. Ach. Ja, Pam, Alter, du kleine Ratte. Nein, nein, bitte sag jetzt nicht, dass die jetzt falsch abstimmen. Bitte nicht. Fluff, sag einfach Pam. Sag einfach Pam. Sag einfach Pam, ganz ehrlich. Stimm für Pam ab. Du, Hauptsache, du stimmst ab. Wenn du nicht abstimmst, dann passiert nichts. Okay, gut. Fluff kann es nicht gewesen sein. Fluff kann es einfach nicht gewesen sein. Nein! Oh nein! Oh Scheiße, es war wirklich der andere. Nein! Oh Gott. Ganz tolle Menschenkenntnis. Ja, gut. Ja, aber überhaupt habe ich schon mal keine Angst mehr jetzt nach dem Horrorspiel.